Ende das Kapitel vom Badiou, Seite 155. Lacan an Deleuze anzunähern ist schwierig, aber in diesem Punkt ist es möglich. Warum ist die Politik bei Deleuze kein Denken? Wir sagen nicht Diskurs, weil das nicht sein Vokabular ist. Aber wenn Sie Was ist Philosophie nehmen, lesen Sie dort, dass die Wissenschaft ein Denken ist, dass die Kunst ein Denken ist, dass die Philosophie ein Denken ist, aber nicht die Politik. Man weiß sehr gut, warum in Deleuze' Augen die Psychoanalyse kein Denken ist. Er hat sich darüber ausführlich im Anti-Ödipus ausgesprochen. Aber warum kann die Politik nicht in der Liste aufgenommen werden? Kunst, Wissenschaft, Philosophie? Ich bleibe heute Abend bei der Feststellung, für Deleuze ist die Politik kein Denkpositiv. Es gibt keine politische Ebene im Sinne der Immanenzebene der Philosophie, der Referenzebene der Wissenschaft oder der Kompositionsebene der Kunst in Beziehung zum Chaos. Das Äquivalenz bei Lacan besteht darin, dass man nicht im eigentlichen Sinne von einem Diskurs der Politik sprechen kann. Und weil es keinen Diskurs der Politik gibt, reißt die Politik in den Diskursen in Wirklichkeit immer ein Loch. Fett tun. Und genau in dem, was sich in diesen Diskursen auf die imaginäre Kohärenz stützt, das heißt, sich auf den Schein stützt. Ressemblant. Sagen wir, dass Politik ein symbolisches Loch im Schein ist. Das ist schön gesagt. Bravo. Es folgt das letzte Kapitel, oder das Kapitel 5 vom 18. Januar 1985.